Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über die Schuldenbremse, wir sprechen über das neueste Gerichtsurteil. Es geht um 60 Milliarden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eine sehr negative Sache vielleicht für die Ampel verabschiedet. Klär uns doch mal auf. Na, erstmal müssen wir uns mal anschauen, was ist überhaupt die Schuldenbremse? Die wurde von der Großen Koalition unter Kabinett Merkel I in die Verfassung geschrieben. Also sie sagt aus, dass die Bundesregierung nur 0,35% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr an Neuverschuldung haben darf. Wie kommt man auf diese komische Zahl? Nun ja, laut EU-Fiskalpakt soll die Gesamtverschuldung von Deutschland auf 0,5% begrenzt werden. Der Bund hat gesagt, wir beanspruchen 0,35% für uns, den Rest können Länder und Kommunen unter sich aufteilen. Länder und Kommunen haben dann aber gesagt, wir wollen gar keine Neuverschuldung, also bei uns ist die Neuverschuldung null, das heißt, ich weiß, das ist jetzt etwas komplizierter, aber deswegen ist in Deutschland die Schuldenbremse noch sogar noch strenger als der EU-Fiskalpakt geworden. Die Deutschen sind halt einfach ein Musterschüler. Nun ja, aber diese sehr strikte Schuldengrenze wollte Christian Lindner ja jetzt formal einhalten, aber trotzdem irgendwie umgehen. Was hat er denn da genau versucht? Ja, er hat versucht, 2022 einen Nachtragshaushalt zu verabschieden für das Jahr 2021, also quasi Schulden in der Vergangenheit zu machen, in vergangenen Jahren, das Geld aber jetzt erst und in der Zukunft zu nutzen. Das war seine Idee, war schön kompliziert. Ich habe immer gesagt, es ist vollkommen egal, wo das Geld herkommt, Hauptsache es wird ausgegeben. Jetzt sagt aber das Verfassungsgericht, Moment mal, das war juristisch nicht in Ordnung, was ihr da gemacht habt. Also die 60 Milliarden sind futsch, würde ich sagen, ne? Ja. Lindner hat versucht, Kreditermächtigungen, die während der Corona-Krise gegeben wurden, in den Klima- und Transformationsfonds zu verschieben. Das Bundesverfassungsgericht hat da zwei Dinge bemängelt. Erstens, der Nachtragshaushalt wurde 2022 beschlossen, obwohl er ja eigentlich für das Jahr 2021 gedacht war. Das heißt, ja, eigentlich muss man Haushalte auch in dem Jahr beschließen, für das sie gedacht sind. Man kann Haushalte nicht also nachträglich beschließen, um irgendwelche Regeln zu umgehen. Und das ist ja hier offensichtlich gemacht worden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Also alle anderen sachdienlichen Begründungen, die hier angeführt werden, waren ja offensichtlich nur vorgeschoben, weil man halt die Schuldenbremse umgehen wollte, weil man halt bestimmte Subventionen für die Industrie, bestimmte Investitionen finanzieren wollte. Und ja, das geht aber laut Bundesverfassungsgericht nicht. Wenn die Ampelregierung die Schuldenbremse aussetzen will, dann muss sie dies direkt tun. Dann kann sie da nicht irgendwelche komischen Taschenspielertricks anwenden. Und zweitens verstößt es direkt gegen die Schuldenbremse. Man muss nämlich, wenn man die Schuldenbremse aussetzt, eine außergewöhnliche Notsituation begründen. Also okay, kann man sagen, Klimawandel ist eine außergewöhnliche Notsituation. Corona-Krise ist eine außergewöhnliche Notsituation. Aber man muss jetzt begründen, warum die Investitionen im Klima- und Transformationsfonds in irgendeinem Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen. Und das konnte Lindner natürlich sachlich auf keiner Ebene tun. Wie gesagt, es ging sowieso nur darum, die Schuldenbremse zu umgehen und dann so tun zu können, dass man sie einhält. Das hat die Bundesregierung aber zu keinem Zeitpunkt getan. Naja, aber kommen wir jetzt mal vielleicht zu der Frage, was ist eine außergewöhnliche Notsituation? Also das definiert unsere Verfassung nämlich nicht. Was eine außergewöhnliche Notsituation ist, das bestimmt immer der Bundestag und im Zweifelsfall, wenn die Opposition klagt, dann das Bundesverfassungsgericht. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht eben nicht darüber entschieden, ob der Klimawandel eine außergewöhnliche Notsituation ist, sondern es hat nur darüber entschieden, dass man den Klimawandel jetzt nicht als Begründung dazu nehmen darf, dass man Ausgaben, die eigentlich für Corona gedacht waren, jetzt zum Thema Klima umwidmet. Aber was jetzt eine außergewöhnliche Notsituation ist, das hat uns das Bundesverfassungsgericht leider nicht genauer verraten. Das heißt, es bleibt weiterhin der willkürlichen Setzung jeder künftigen Bundesregierung überlassen, was man jetzt als außergewöhnliche Notsituation deklariert und was nicht. Und wo wir schon beim Thema sind, die konjunkturelle Lage in Deutschland, könnte man die eigentlich als außergewöhnliche Notsituation bezeichnen? Ja, absolut. Also vielleicht aber ganz einfach dazu, wir brauchen eine einfache Mehrheit, um das Ding auszusetzen. Die Ampel kann jetzt einfach sagen, jo, wir haben eine außergewöhnliche Notsituation, die Schuldenbremse wird ausgelassen und wir starten eine Investitionsintensive. Wäre das sinnvoll? Ja, die Konjunktur ist am Abschmieren. Wir haben Rezession und es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Die Rezession beginnt bei dem Nachfrageausfall. Die Erwartungen der Unternehmen werden schlecht. Da sind jetzt schon freistehende Kapazitäten. Wer soll jetzt noch investieren? Die Erwartungen sind nicht sonderlich rosig. Und das wäre jetzt natürlich eine
ja, wie eine Lehrbuchsituation jetzt also die Investitionsoffensive, von der auch der manche, so mancher Politiker spricht. Ne? Wir haben ja schon über Habeck gesprochen, so mancher Politiker spricht ja davon. Jetzt wäre sie also absolut angebracht, um die Erwartungen der Unternehmen wieder zu verbessern. Ja, also sollte die Regierung jetzt eigentlich die Schuldenbremse aussetzen, beziehungsweise sie sollte den Bundestag die Schuldenbremse aussetzen lassen, also letztlich kann das der Bundestag ja mit einfacher Mehrheit tun. Genau, oder sie streicht sie halt, dafür braucht man die Zweidrittelmehrheit, ne? Also das ist auch jetzt möglich, ist natürlich ein bisschen unrealistisch aktuell, aber ich würde vielleicht auch nochmal ganz gerne auf Christian Lindner eingehen, weil Christian Lindner, der sagt ja in jedem Interview, spricht er ja davon, dass er eine Generationengerechtigkeit walten lassen möchte, dafür ist ja seine so geliebte Schuldenbremse. Und wenn der Staat Schulden macht, dann gibt er den Leuten Geld. Empirisch zeigt sich auch, dass das Geld niemals wieder weggenommen wird. Also da ist überhaupt gar kein Problem. Aber wieso findet er es eigentlich toll, jetzt Schulden im Jahr 2021 zu machen oder 2022, wie man es sehen will? Wieso findet er das besser, als jetzt einfach die Schuldenbremse auszusetzen? Ja, das war ja sein Taschenspielertrick. Was war seine Idee dahinter? Ja, ganz einfach, er will seinen Wählern vorgaukeln, er würde sie einhalten, er will sich einfach profilieren. Und ja, diese Profilierungssucht, die steuert uns geradewegs in eine Wirtschaftskrise. Also wenn man sich auch die aktuellen Äußerungen der FDP ansieht. Also wie gesagt, eine rationale Regierung, das hatten wir gerade begründet, die würde eigentlich sagen, wir setzen die Schuldenbremse jetzt aus, weg damit, das passt nicht zur aktuellen konjunkturellen Situation. Sich in eine Krise reinzuspannen, schadet Deutschland und auch dieses Argument mit den nachfolgenden Generationen. Inwiefern nützt es nachfolgende Generationen, wenn unsere Wirtschaft schrumpft? Eher überhaupt nicht. Wenn unsere Wirtschaft schrumpft, dann haben nachfolgende Generationen am Ende weniger. Also Ausgaben des Staates sind immer auch Einnahmen der Privatwirtschaft. Und wenn der Staat in einer Krise, nur alle versuchen zu sparen, seine Ausgaben sogar noch zurückfährt, dann schrumpft die Wirtschaft und es gibt auch in Zukunft, also auch für nachfolgende Generationen, weniger zu verteilen. Und ja, eine rationale Regierung würde, wie gesagt, die Schuldenbremse jetzt eigentlich sofort aussetzen, aber die FDP sieht das anders. Sie schreibt, Bundesverfassungsgericht stärkt die Schuldenbremse. Finanzminister Christian Lindner hob in seiner ersten Reaktion positiv hervor, dass das Urteil in wichtigen Fragen grundsätzliche zusätzliche Klarheit schafft. Damit habe sich Karlsruhe erstmals umfassend zu den Ausnahmen von der Schuldenbremse und zur Nutzung von Sondervermögen geäußert, sagte Lindner. Die Bundesregierung respektiert dieses Urteil. Es schafft Klarheit zur Schuldenbremse. Im Ergebnis werde sie verschärft. Das Urteil bietet die Chance, Richtung und Prioritäten der Politik zu präzisieren, so Lindner. Das heißt, uns drohen weitere Sparprogramme. Das heißt auch, dass Lindner 2022 noch der Meinung war, diese 60 Milliarden werden in die Wirtschaft gegeben. Er will uns 60 Milliarden geben. Wir hätten 60 Milliarden mehr gehabt, 60 Milliarden mehr Ersparnisse für Haushalte und Unternehmen. 2023 ist er der Meinung, dass er 2022 offensichtlich Blödsinn gemacht hat, weil jetzt ist er ja überglücklich über dieses Urteil. Also da ist hinten und vorne keine Logik hinter. Jetzt will er einfach nur seinen Hardliner-Style, neoliberalen Hardliner-Style durchfahren, weil er denkt, damit kann er vielleicht noch 2-3% der Wähler begeistern. Ich weiß nicht, was so genau der Plan dahinter ist, weil es kommt ja eigentlich nicht so gut an, was er da macht, oder? Die FDP ist in Umfragen gerade bei 4-5%. Also ich glaube, die Wähler sehen das etwas anders als Lindner. Glücklicherweise, muss man sagen. Also, wie gesagt, eine vernünftige Regierung würde die Schuldenbremse jetzt aussetzen und endlich zusätzliche Konjunkturprogramme auf den Weg bringen. Wenn die Wirtschaft schrumpft, dann muss der Staat mehr Geld ausgeben, damit sich dieser Schrumpfungsprozess nicht automatisch weiter verstärkt. Denn wenn die Nachfrage schrumpft, dann sinken die Gewinne der Unternehmen. Die Unternehmen produzieren weniger und entlassen Leute. Und diese Leute können dann natürlich auch weniger konsumieren, was den Abstiegsprozess noch weiter verschärft. Das ist ein Zusammenhang, der seit Jahrzehnten bekannt ist, also der beispielsweise von Keynes oder von Wilhelm Lautenbach oder von so vielen Ökonomen schon beschrieben wurde, aber im Bundesfinanzministerium will man das einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Ja, genau. Also es geht halt einfach um die Zukunftserwartung der Unternehmen und jetzt haben wir ja schon hohe Zinsen. Die Zinsen führen schon dazu, dass sich die Privatwirtschaft enorm abbremst. Also es ist eigentlich etwas, wodurch es mehr Staat automatisch braucht. Also hätte die Regierung eigentlich, wenn sie die Schuldenbremse einhalten möchte, dagegen vorgehen müssen, weil das macht die Wirtschaft noch mehr kaputt. Jetzt brauchen wir noch mehr Staatsschulden, noch mehr müssen wir dagegen halten. Aber die Regierung fand das ja eigentlich ganz gut mit der Zinserhöhung, die Privatwirtschaft trifft. Und jetzt brauchen wir halt Staatsschulden. Wir können auch als Staat natürlich günstige Kreditprogramme einführen und einfach mal gegen die EZB wetten. Okay, ist unrealistisch. Ich wollte nur mal das Bild in den Kopf werfen. Wir brauchen einfach Vollgas. Wir müssen die Nachfrage stärken. Wir müssen die Erwartungen der Unternehmen stärken, damit es wieder zu Investitionen kommt, damit es nicht zur Arbeitslosigkeit kommt. Der Bausektor schmiert ab, die Chemieindustrie schmiert ab.
Ja, das ist ja schon relativ klar. Ja, absolut. Und als man die Schuldenbremse eingeführt hat, da hat man ja auch mit diesem Argument Generationengerechtigkeit argumentiert, just zu einem Zeitpunkt, wo die Unternehmen auch in Deutschland gerade Nettosparer geworden waren. Also das war ja um die Finanzkrise herum, da sind die Unternehmen in fast allen Industrieländern zu Nettosparern geworden. Früher waren die Unternehmen fast überall Nettoschuldner. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verschoben. Und wenn die Unternehmen sparen wollen, wenn die Privathaushalte sparen wollen, da gibt es eben nur noch zwei Optionen. Entweder der Staat sorgt durch zusätzliche Ausgaben dafür, dass die Wirtschaft nicht schrumpft, indem er Geld für BIP-relevante Güter ausgibt oder das Geld wieder an die Bevölkerung verteilt und die es dann ausgibt. Oder man setzt auf das Ausland. Man setzt auf Merkantilismus. Man setzt darauf, Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen. Und das war genau die deutsche Taktik. Deutschland hat seine Löhne weniger stark steigen lassen als in anderen EU-Ländern und also wenig anderen Ländern der Eurozone. Und dadurch haben wir uns Wettbewerbsvorteile erschlichen. Denn wenn die Löhne hier niedriger sind, dann sind die Produktionskosten hier auch niedriger. Und so konnten wir ja andere Euro-Staaten niederkonkurrieren. Das hat dann mit zur Euro-Krise geführt. Und ausgerechnet in diesem Umfeld hat Deutschland Idiotie besessen, die Schuldenbremse einzuführen. Also das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Und es gab keine breite Debatte. Also man hat so eine Unsinnsregel, die absolut nicht zur Situation passte und jetzt erst recht nicht mehr passt. Die hat man in unsere Verfassung geschrieben und es gibt keine Debatte darüber. Also kann sich echt mal fragen, was in diesem Land so schief läuft. Und auch mal buchhalterisch nochmal, worin spiegeln sich die 250 Milliarden Euro Leistungsbilanzüberschuss im Ausland wieder, im Euro-Ausland? Im Euro-Ausland sind die Haushalte auch Nettosparer, die Unternehmen auch Nettosparer. Also wer muss die Schulden machen? Wer muss uns das Geld geben? Geld entsteht durch Schulden. Wer muss die Schulden machen? Ja. Das Ausland. Also ja, es gibt ja noch ein Ausland außerhalb der Eurozone. Die Eurozone macht ja mittlerweile auch schon große Leistungsbilanzüberschüsse. Genau. Also die ganzen Schwellenländer, die dürfen dann Fremdwährungskredite aufnehmen, beispielsweise beim IWF, und dann unsere Produkte kaufen. Das ist doch wunderbar. Ich weiß überhaupt nicht, was dagegen spricht oder da schiefgehen könnte. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich wollte aber halt auch noch sagen, die letzten 20 Jahre halt auch das Euro, also unser Ausland im Euro-Raum musste Schulden machen. Ja, daher kommen ja die hohen Staatsschuldenstände unter anderem. Ja. Nee, aber so hat man die Euro-Krise letztlich gelöst, beziehungsweise verschoben. Also genau, mittlerweile genau. Macht die Eurozone als Ganzes schon Leistungsbilanzüberschüsse, bei so einem riesigen Wirtschaftsraum absolut problematisch ist. Das war die einzige Möglichkeit, wenn man sich intern schon nicht mehr weiter dampfen kann, weil alle sich versuchen zu dampfen. Ja, dann muss es halt das Euro-Ausland, das kann man den Begriff so benutzen, das Euro-Ausland. Weißt du, was man da meint? Ja, Ausland außerhalb der Eurozone. Ja, halt. Genau. Genau, das muss halt dann die Schulden machen. Ne? Ja, also ihr seht, wir sind absolut begeistert von unserem Finanzminister und ja, würden sagen, setzt endlich die Schuldenbremse aus, macht endlich Konjunkturprogramme, wie es jede vernünftige Regierung in so einer schwierigen konjunkturellen Lage eigentlich machen müsste, egal welche konkreten ideologischen Überzeugungen sie hat, denn eine Regierung, die ihre Wirtschaft zum Absturz bringt, wird normalerweise auch nicht wiedergewählt. Ja, und der Mann weiß auch noch nicht mal, wie Geld funktioniert. Der Finanzminister weiß nicht, wie Geld funktioniert. Der möchte, dass alle Leute sparen, er möchte eine Aktienrente. Und er versteht gar nicht, dass sich dann irgendjemand verschulden muss, wenn jemand sparen möchte. Das ist so einfach, das ist die trivialste Sache. Die lernt sie in der ersten Stunde Buchhaltung, der hätte soll anhaben. Oh, jemand muss sich verschulden für Geld. Kapiert er nicht. Und ja, ja. Das ist offensichtlich eine Fehlbesetzung. Ne? Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.